Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer beim Alpha Forum. Kennen Sie auch diese Sehnsucht nach Feierabend, dem nächsten Urlaub, der nächsten Gehaltserhöhung, dem netteren Chef? Denn dann wären Sie endlich zufrieden und glücklich? Alles Quatsch, würde mein heutiger Gast behaupten. Denn so neigen wir dazu, unser Leben zu verschieben und wenn wir Pech haben, sogar zu verpassen. Herzlich willkommen, Dr. Britta Hölzel. Hallo. Frau Hölzel, Sie sind Diplompsychologin, Hirn- und Meditationsforscherin und außerdem Mitherausgeberin eines Buches, das haben wir heute mitgebracht, das heißt Achtsamkeit mitten im Leben. Darüber werden wir natürlich heute auch sprechen. Aber jetzt würde mich erst mal interessieren, Sie sagen, wir sind am glücklichsten und am zufriedensten, wenn wir möglichst präsent im Hier und Jetzt sind. Ja, warum machen wir das denn nicht einfach? Ganz genau. So einfach ist es eben nicht, denn wir haben so die Prädisposition, mit den Gedanken abzuwandern, in der Zukunft zu sein, uns zu überlegen, was als nächstes zu tun ist, oder aber in der Vergangenheit uns vielleicht noch mal die letzte Unterhaltung mit dem Chef durch den Kopf gehen zu lassen. Das ist eine ganz natürliche Sache, auch hirnphysiologisch gut erklärbar und gut mittlerweile recht gut untersucht. Also der Bauplan in unserem Gehirn ist praktisch darauf ausgelegt, dass wir so ein bisschen checken, ja, was kommt noch und was haben wir gerade erlebt, ja? Das ist zumindest das, was man beobachtet, wie es passiert. Mhm. Man erklärt sich das so, dass wir simulieren, um zu lernen für mögliche nächste Situationen. Also wir sind so die ganze Zeit dabei, irgendwas zu üben innerlich, zu durchzugehen oder uns in andere Situationen hinein zu projizieren in Gedanken. Es gibt aber Forschung. Ein Übungshandeln, ein mentales ja, also. Ja, ein mentales Übungshandeln, das Sinn macht, das ganz wichtig ist zum Teil, das aber Überhand nimmt. Denn wir tun das sehr, sehr viel der Zeit. Und so viel ist nicht notwendig und so viel ist auch nicht zuträglich, um glücklich zu sein. Da gibt es ganz spannende Forschung. Da gab es eine Studie aus Boston von Killingsworth und Gilbert. Die haben untersucht, wie viel Zeit verbringen die Menschen eigentlich mit ihrer Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Und wie viel Zeit sind Sie abgeglitten, gleiten Sie ab in andere Situationen? Jetzt mal so auf 24 Stunden, auf einen Tag gerechnet, ja? Genau, die haben so Samples genommen über den Tag hinweg, die Leute immer wieder befragt, mit den iPhones befragt, wo ist die Aufmerksamkeit jetzt gerade? Und haben festgestellt, dass wir ungefähr 50% der Zeit mit der Aufmerksamkeit gar nicht bei dem sind, was wir tun. Wir haben dann weitergefragt, wie glücklich sind Sie denn jetzt in diesem Moment? Und haben interessanterweise festgestellt, dass die Menschen glücklicher sind in den Situationen, wo sie mit der Aufmerksamkeit präsent bei dem sind, was sie tun. Und nicht in den Situationen, wo sie abgleiten. Und zwar spannenderweise unabhängig davon, ob man gerade eine angenehm erlebte Tätigkeit tut oder ob man gerade was tut, was unangenehm ist. Wenn ich jetzt mal mich nehme, ich persönlich hasse Bügeln. wenn ich jetzt aber bewusst bügeln würde, ich nehme jetzt mal das Wort bewusst, weil wir haben auch gar nicht richtig geklärt, ist jetzt eigentlich Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, ist das alles das Gleiche? Gibt es da Unterschiede? Also wenn ich jetzt achtsam bügle, also ich bin mitten in dieser Tätigkeit, auch wenn ich sie abgrundtief hasse, dann geht es mir trotzdem gut dabei. Es geht Ihnen tatsächlich besser in dem Moment, wo Sie präsent bei dem sind, was Sie tun, selbst wenn das Bügeln ist, als wenn Sie abgleiten und sich in Fantasien verlieren. Das ist, im Schnitt ist das tatsächlich der Fall, auch wenn man es vielleicht nicht denken mag. Müsste ich nochmal ausprobieren. Jetzt habe ich gerade gesagt, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, bewusst etwas machen, ist das mehr oder weniger alles das Gleiche? Also Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu haben, beim Erleben, das jetzt in diesem Moment stattfindet. Und diesem mit einer bestimmten inneren Haltung zu begegnen. Nämlich mit einer Haltung, die gekennzeichnet ist durch so eine Offenheit, durch eine Neugierde und Akzeptanz den Empfindungen gegenüber. Also nicht in so Bewertungen oder Verurteilungen abzugleiten, sich nicht, was wir häufig tun, nämlich wenn man die Aufmerksamkeit mal darauf lenkt, stellt man fest, das ist ganz häufig das, was wir tun. Wir bewerten eigentlich dauernd alles und teilen es ein in gewünscht oder ungewünscht. Davon möchte ich mehr haben oder das möchte ich nicht haben. Und so befinden wir uns ganz oft so in einem kleinen inneren Kampf mit den Dingen. Ist das aber auch nicht so ein Automatismus, dass wir eben etwas jetzt angenehm oder unangenehm finden oder gut oder schlecht, dieses Orientierungsraster, können wir das denn wirklich ausschalten? Das ist eine sehr spannende Frage. Es ist sinnvoll, dass eine kleine erste Bewertung stattfindet, dass man weiß, dass zum Beispiel schmerzhafte Reize sind zu vermeiden. Das ist ganz klar, sowas wollen wir ja nicht abtrainieren.
Was aber häufig passiert, ist, dass was dann darauf innerlich folgt, ist eine Reaktion, eine innere Reaktion der Ablehnung oder des Anhaftens. Und das ist dieser Teil, wo die Achtsamkeit ansetzt, dass wir die Reaktionen, die wir auf Erlebnisse haben, nicht auf diese Weise innerlich künstlich verlängern. Denn damit kommen wir in eine Art des Wahrnehmens, die nicht mehr mit den Dingen zu tun hat, die wir tatsächlich erleben, sondern wir befinden uns dann in unseren eigenen kleinen Geschichten, die wir so oder Erfahrungsmuster, die wir haben. Nehmen wir das nochmal mit dem Bügeln. Also ich erfahrungsgemäß lehne es ab und mache es nicht gerne. Wenn ich jetzt bewusst achtsam da stehen würde und mir vielleicht sagen würde, ist dieses schöne Gleiten, ja, die angenehme Wärme des Bügeleisens und mich beobachtend, also von diesen Vorerfahrungen frei mache, dann würde es mir eventuell gelingen, das als angenehm zu empfinden. Das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel, denn das ist häufig die Art und Weise, wie wir an unser Leben, an Erlebtes rangehen. Wir haben bestimmte Erwartungen, wir denken, wir haben sowas wie innerlich abgespeichert, ich mag Bügeln nicht oder so. Und das sind so diese Schema, mit denen wir durch die Welt laufen. Das ist schade, weil wir verpassen so viel davon, was auch möglich wäre zu erfahren. Sie sind vielleicht dann tatsächlich beim Bügeln viel der Zeit damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie schlecht das ist und warum sie es nicht machen möchten, wie sie das schön beschrieben haben. Und wie ich die Zeit viel besser nutzen könnte, statt mit dieser knittrigen Bluse. Aber gut. Genau. Anstatt mal so ganz neugierig zu erkunden, was ist das eigentlich? Also erstmal, wie fühlt sich Bügeln eigentlich an im Körper? Was habe ich für Körperempfindungen? Vielleicht ist es eine Möglichkeit, mal wieder meine Schultern zu spüren oder meine Arme in einer bestimmten Bewegung. Das ist so ein Ansatz. Dann aber auch zu schauen, mit einer Neugierde, mit so einem Forschergeist zu gucken, was macht eigentlich mein eigener Geist in dieser Situation? Wie fängt der an, es mir schwer zu machen? Also wie fängt der an, in so innerliche Kämpfe zu gehen, in Widerstände? Das ist jetzt ein relativ kleines Beispiel, aber auf diese Art ist ein schönes Beispiel, denn wir haben unglaublich viele solche Situationen am Tag, wo der Geist dann anfängt, in so einen innerlichen Kampf zu gehen und wo wir ganz viel verpassen von dem, was wir in der Zeit auch machen könnten, nämlich wirklich zu spüren, was das Leben an sich gerade noch so mit sich bringt. Was für unsere Zuschauer vielleicht auch ganz interessant ist, also diese Achtsamkeitsmeditation, die kommen ja ursprünglich aus der buddhistischen Lehre. Mhm. Aber was ich jetzt so gehört habe und was ich auch gelesen habe, bedeutet, man kann das Ganze auch ohne spirituellen Überbau irgendwie machen. Mhm. Also ich brauche jetzt kein Räucherkerzlein, ich muss jetzt nicht unbedingt auf dem Meditationskissen sitzen und mich entsprechend auch mit der Lehre beschäftigt haben. Es funktioniert trotzdem. Ganz genau. Also so wie es im westlichen Kontext jetzt angewendet wird, ist es häufig ganz frei von diesem religiösen Überbau. Es geht da wirklich um eine Art und Weise der Aufmerksamkeit. Es geht um eine Art und Weise, präsent zu sein und um eine bestimmte innere Haltung. Und die ist nicht daran gebunden, dass man irgendwas glauben müsste oder irgendein Glaubenssystem mit sich herumtragen müsste. Und diese Veränderung, dass die Achtsamkeitspraxis eigentlich so enthoben wurde aus dem kulturellen und religiösen Kontext, aus dem sie eigentlich kommt, ist, denke ich, auch eine ganz notwendige Entwicklung gewesen, um das hier zugänglich zu machen. Hat natürlich auch seine schwierigen Seiten auf der anderen Seite wieder. Also es kann unter Umständen auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, funktionalisiert werden. Da kommen wir vielleicht später nochmal darauf. Ja. Weil das Interessante auch an diesem Buch ist ja, dass Sie auf der einen Seite wissenschaftliche Forschungsergebnisse, relativ anspruchsvoll, muss man sagen, zum Teil präsentieren, aber auch ganz konkrete Anwendungsbeispiele ja zeigen. Also wie man das im Alltag bei Schmerzen mit Kindern und so weiter eben tatsächlich anwenden kann, diese Achtsamkeitsübungen. Und ich finde, es ist ja so ein bisschen wie beim Schokoladeessen, wenn man immer nur darüber spricht und es nie selber angewandt hat, es nie selber gekostet hat, dann weiß man nicht so richtig, wie es eigentlich ist. Es ist natürlich in diesem Rahmen eines Studios ein bisschen schwierig, eine wirklich lange und intensive Achtsamkeitsübung zu machen. Aber gäbe es denn eine kleine Übung, die wir jetzt machen könnten von 2-3 Minuten, um unseren Zuschauern und auch mir vielleicht so einen kleinen Eindruck erstmal zu schildern? Ja, wir könnten so eine kurze Bodyscan-Übung machen, die so einen ganz Ausschnitt halt darstellen könnte, wie sich das so anfühlt. Bodyscan heißt, wir gehen einmal durch den Körper. Genau, Bodyscan bedeutet, wir führen die Aufmerksamkeit systematisch durch den ganzen
ganzen Körper. Wir fangen da meistens bei den Füßen an und wandern mit der Aufmerksamkeit durch den Körper und spüren die Empfindungen, die uns da begegnen, auf eine neugierige, offene Art und Weise und versuchen eben nicht abzudriften in Geschichten über diese Empfindungen, sondern wirklich bei dem zu bleiben, was wir fühlen. Dabei darf man nicht angelehnt bleiben, ja? Man soll möglichst dürfte man natürlich auch, aber es ist einfacher, präsent und achtsam zu sein, wenn man sich so ein bisschen aufrecht hinsetzt, gerade sitzt, dabei gleichzeitig auch entspannt. Augen schließt, ja? Man könnte die Augen schließen, das hilft, noch die Aufmerksamkeit nach innen zu wenden oder den Blick auf den Boden richten. Und High Heels sind erlaubt, dann müsste ich jetzt die Schuhe ausziehen. Es ist jetzt alles erlaubt, was in dem Moment sich so... Genau so, wie es sich anfühlt, ist es auch erlaubt. Das ist das Entscheidende. Dann können Sie die Aufmerksamkeit für 2 Atemzüge mal einfach zum Atemfluss bringen, zum natürlichen Fluss des Atems und spüren, wie die Atmung in den Körper einströmt und wieder herausfließt. Und dann die Aufmerksamkeit nach unten durch die Beine und zu den Füßen bringen und mal die Empfindung spüren, die jetzt in den Füßen gegenwärtig sind. Vielleicht den Kontakt mit dem Boden oder den Schuhen, vielleicht ein Gefühl von Prickeln oder von Anspannung, was auch immer es sein mag, allem einfach offen und neugierig begegnen. Die Aufmerksamkeit dann in die Beine lenken, zu den Unterschenkeln, Knien und Oberschenkeln und mal hier spüren, wie fühlen sich meine Beine eigentlich gerade an. Wir versuchen jetzt nicht eine bestimmte Erfahrung zu erschaffen, sondern wir nehmen das wahr, was sowieso eben hier ist. Führen Sie die Aufmerksamkeit dann weiter ins Becken und in den Rücken zum unteren, mittleren und oberen Rücken. Spüren mal jegliche Empfindungen, die sich jetzt hier zeigen. Vielleicht Gefühle von Anspannung oder auch Entspannung, Berührung mit der Kleidung. Lassen Sie die Aufmerksamkeit dann nach vorne zum Bauch und zum Brustkorb wandern. Spüren die Empfindungen, die vielleicht hier entstehen mit dem Fluss der Atmung, sich der Körper so leicht bewegt. Dann geht die Aufmerksamkeit weiter zu den Schultern und dann in die Arme, zu den Oberarmen, Ellenbogen, Unterarmen und schließlich in die Hände und zu den Handflächen. Vielleicht merken Sie hier ein Pulsieren, Kribbeln, Gefühl von Wärme oder Kälte. Alles ist jetzt willkommen und darf einfach so sein, wie es da ist. Aufmerksamkeit wandert dann weiter zurück zum Nacken und zum Kopf, den Hinterkopf herauf und schließlich vorne zum Gesicht, wo Sie die Empfindungen in der Stirn, Augen, Nase, Mund und Wangen spüren und einfach ganz aufmerksam, neugierig mal hier hinspüren. Dann lassen Sie von hier das Feld der Aufmerksamkeit sich jetzt langsam erweitern, sodass Sie nach und nach den ganzen Körper im Bereich der Aufmerksamkeit spüren, von der Kopfspitze bis zu den Fußzehen. Der Körper, wie er jetzt hier in diesem Moment sitzt, atmet und nichts weiter zu tun braucht, als einfach bewusst und präsent diesen Moment zu spüren. Dann können Sie jetzt zum Ende dieser ganz kurzen Übung die Augen langsam wieder öffnen, wenn sie geschlossen waren und vielleicht Bewegung zurück in den Körper bringen, mal ganz achtsam die Schultern kreisen lassen oder einfach eine Bewegung tun, die jetzt gut tut. Ja, das war jetzt so ein ganz Mini-Body-Scan. Das war jetzt so ein Schnelldurchlauf tatsächlich. Und also ich jetzt bei mir habe gemerkt, also es hat einen Moment gedauert natürlich, also um reinzukommen. Dann war es zwischendurch ganz schön. Da habe ich auch gemerkt, als es so um den Rücken ging, jetzt da konnte ich nochmal durchatmen. Als wir so in die letzte Phase gingen, allerdings hat mein Kopf schon wieder gedacht, oh Gott, wir müssen weitermachen im Gespräch. Ja, genau. Es dauert sonst zu lange. Was ist denn jetzt die optimale Haltung, wenn ich merke, also ich bin jetzt zwar in dieser Übung, aber mein Kopf fängt doch wieder an zu arbeiten, es streift mich der Gedanke an den Einkauf oder an ein Gespräch, was ich noch führen muss, wie gehe ich damit dann um? Ist ganz natürlich, passiert ununterbrochen. Also man ist erstaunt, wenn man anfängt mit der Meditationspraxis, wie häufig das funktioniert. Das denkt man vielleicht gar nicht, dass wir dauernd abgleiten.
Es geht dann darum, sich nicht dafür zu verurteilen, sondern auch mit viel Mitgefühl, mit einer Freundlichkeit innerlich, sich selber wie liebevoll bei der Hand zu fassen, die Aufmerksamkeit zu nehmen, zu sagen, ich bin jetzt gerade abgeglitten, ich war wieder in irgendwelchen Plänen oder Geschichten, bringe aber die Aufmerksamkeit jetzt ganz geduldig und freundlich, liebevoll wieder in diesen Moment zurück. Und das ist eigentlich genau der Kern der Übung. Also immer wieder zurückzukommen und sich dabei selber innerlich mit einer freundlichen und mitfühlenden Haltung auch zu begegnen. Also ich habe dieses Buch ja sehr aufmerksam gelesen und da gibt es auch, was mir jetzt in diesem Zusammenhang eben einfällt, das Kapitel Selbstmitgefühl. Mhm. Und das war ja wirklich so ein kleines Aha-Erlebnis, ja. Weil man denkt erstmal, ja, Selbstmitgefühl, okay, das klingt so ein bisschen nach Selbstmitleid, so ein bisschen nach Egoismus. Was kann da schon dahinter stecken? Aber jetzt gerade, wenn ich Ihnen so zuhöre und an dieses Kapitel denke, wie oft wir uns so kritisch gegenüberstehen, ja. Warum sind wir eigentlich so streng mit uns immer? Das ist wirklich ein Phänomen unserer Kultur, denke ich auch. Wir sind wirklich erzogen worden oder haben nicht gut gelernt, selbst mit uns liebevoll und freundlich umzugehen. Und das trifft wirklich für die allermeisten Menschen zu. Meine Kollegin Christine Brehler, mit der ich das Buch rausgegeben habe, macht ganz viel Arbeit in diesem Bereich und beschreibt eben zum Beispiel in diesem Kapitel, wie wir lernen können, freundlicher mit uns umzugehen. Da gibt es auch Kurse und Praktiken und Meditationen, um das Selbstmitgefühl zu erhöhen. Wir haben ganz oft so eine ganz kritische innere Stimme in uns, die vielleicht gerade, wenn was nicht gut gelungen ist, dass wir uns auch noch dafür innerlich tadeln. Mensch, das hättest du nochmal extra geißeln. Hättest besser machen müssen eigentlich und Mensch, jetzt schon wieder. So, das sind eigentlich gerade die Momente, in denen wir verdient haben und brauchen, freundlich zu uns selbst zu sein. Und wenn man das so anschaut, dann ist es erstaunlich, wie es uns viel schwieriger fällt, häufig nett zu uns selber zu sein, als zu anderen Menschen. Und eine Übung wäre zum Beispiel, dass man sich mal überlegt, was würde ich denn einem guten Freund, einem lieben Menschen in der Situation raten, wo es ihm nicht gut geht? Und kann ich das vielleicht für mich selber auch anwenden? Kann ich mit mir selber innerlich auch so umgehen, wie ich mit einem guten Freund umgehe? Ein schönes Bild. Mir kommt auch so ein Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wortgenau zusammenbringe, aber es ging so in die Richtung, wenn wir achtsam, in dem Fall eben auch selbst mitfühlend mit uns sind, dann verändern wir auch die ganze Welt, also die Gesellschaft im Ganzen sozusagen. Das klingt ja ein bisschen nach Flower Power. Ja. Aber funktioniert, Ihrer Meinung nach. Mir ist es immer so wichtig, dann auch die psychologischen und die neurophysiologischen Mechanismen zu verstehen, die dahinter stehen, damit es nicht so esoterisch wirkt. Denn das ist es an sich nicht. Das ist alles ganz gut erklärbar und verständlich auch. Denn es geht um eine Art innere Haltung. Wenn ich es schaffe, innerlich mit mir selber freundlich zu sein, dann stärke ich damit eine Art und Weise der inneren Haltung. Also eine Art und Weise, wie ich mit Erfahren umgehe, wie ich auf Erlebtes reagiere. Und wenn ich das trainiere und stärke, dann wird sich das auch auf andere Situationen übertragen. Da gibt es eine Transferleistung einfach auch ins Außen. Und ich kann eben mitfühlen, damit anderen umgehen. Jetzt haben Sie auch gerade noch mal den kleinen Schlenker eben zum Gehirn auch gebracht. Und dass man das ja alles mittlerweile auch messen und zeigen kann tatsächlich. Im Neuroimaging nennt sich das, glaube ich. Ja? Genau. Also, dazu muss man vielleicht noch vorsagen, also zur Hirnforschung sind Sie ein bisschen per Zufall gekommen, richtig? Genau, das war eigentlich gar nicht vorab so geplant, aber es war ein sehr schöner Zufall, dass sich das so ergeben hat. Und Sie haben dann also in den Anfängen begonnen zu überprüfen, wie sich also die Praxis von Meditation, wenn man die regelmäßig ausübt, ob es eben Veränderungen im Gehirn tatsächlich bewirken kann und ganz sind zu welchem genau. Ergebnis gekommen mittlerweile? Ganz genau. Also wir haben Studien gemacht, wo wir uns zum einen die Struktur des Gehirns angeschaut haben und zu gucken, wie verändert sich die durch die Meditationspraxis. Das macht man im Kernspin dann, genau, ja? Im Kernspin Magnetresonanztomographen. Wir schauen uns auch an, wie sich Hirnaktivierungsmuster verändern durch die Meditation und haben das jetzt in verschiedenen Studien gemacht im Rahmen so eines 8-wöchigen Achtsamkeitskurses, der sogenannte Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs. Und legen Leute in den Kernspintomographen, bevor sie jemals meditiert haben. Dann gehen sie durch diesen 8-wöchigen Kurs und dann bringen wir sie anschließend wieder in den Kernspintomographen und schauen uns an. Zu dem MBSR, das ist so ein Stressreduktionsprogramm.
Programm sozusagen. Das genau. kann man auch tatsächlich buchen, wenn der Zuschauer jetzt interessiert sein sollte. Da gibt es alle möglichen Angebote auch im Internet zu genau. diesem NBSR. Genau. Und dann kann man das einfach mal ausprobieren. Das kann man sehr schön zum Einstieg gerade ausprobieren. Das ist ein 8-Wochen-Programm, in dem so verschiedene Techniken, Sitzmeditation, Gehmeditation, dieser Bodyscan, auch achtsames Yoga und so vermittelt werden, um diese Haltung der Achtsamkeit zu trainieren. Es gibt dort auch so ein bisschen Stress-Edukation, also man lernt über Stressphysiologie und ganz viele spannende Aspekte, die in diesem Kurs sind. Also was man gegen Stress tun kann, auch nie verkehrt, das zu wissen. Aber jetzt hatte ich Sie unterbrochen. Also ja. die Leute hatten vorher gar nicht meditiert, haben dann diesen 8-wöchigen Kurs unternommen sozusagen genau. und dann haben Sie die Veränderungen versucht zu beobachten. Genau, und dann schauen wir uns an, wie sich die Struktur des Gehirns verändert hat. Was wir uns anschauen unter anderem ist, wie sich die Dichte der grauen Substanz verändert. Die graue Substanz ist der Bereich im Gehirn, wo die Körper der Nervenzellen sitzen, wo also die Aktivierungen auch passieren, wenn wir denken, fühlen, handeln. Und wir finden, dass es dort zu einer strukturellen Veränderung kommt, auch schon innerhalb dieser 8 Wochen in verschiedenen Regionen im Gehirn, die ganz gut mit der Achtsamkeitsmeditation in Zusammenhang zu bringen sind. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also gibt es jetzt mehr graue Substanz, die weiße Substanz verdichtet sich? Das ist ja ganz spannend, aber was heißt das letztendlich? Also das ist eine gute Frage und so ganz verstanden hat man es tatsächlich auch noch nicht. Man weiß, es wird was in der grauen Substanz dichter, man weiß jetzt nicht genau, welche Gewebebestandteile verändern sich da. Man weiß aber, dass diese Veränderungen häufig mit einer Funktionsverbesserung in den entsprechenden Arealen einhergeht. Wir finden häufig Veränderungen im Hippocampus zum Beispiel. Das ist eine Struktur, die für Lern- und Gedächtnisinhalte zuständig ist, die sehr anfällig ist für diesen giftigen Effekt von Stress. Dort finden wir, dass die Dichte der grauen Substanz zunimmt mit dem Achtsamkeitsmeditationstraining. Und das ist möglicherweise also durch diese Stressreduktion des Kurses zu erklären, hat möglicherweise auch mit den Lernprozessen zu tun im Kurs. Man lernt viel Neues. Aber wir sind jetzt in weiterführender Forschung einfach auch daran, das noch genauer in Zusammenhang zu bringen mit Veränderungen im Verhalten. Weil wir haben auf der einen Seite so viele positive, könnte ich vielleicht auch noch was dazu sagen, viele positive Berichte darüber, wie die psychische Gesundheit sich verbessert bei Menschen. Wir haben auf der anderen Seite die Veränderungen im Gehirn und wir versuchen jetzt noch mehr zu verstehen, wie das miteinander einhergeht. Ich glaube, das habe ich jetzt ganz gut verstanden. Wie gesagt, Sie haben was beobachtet und das sind positive Ergebnisse zu beobachten. Und so versucht man jetzt das eine mit dem anderen irgendwie zu verknüpfen. Genau. Momentan ist der Enthusiasmus offenbar recht groß, ja, weil auch die Veränderungen natürlich in so kurzer Zeit zu erzielen sind. Das ist ja enorm. Die gute Nachricht für mich ist, also wir können unserem Gehirn und unserem Körper auch Schaden zufügen. Stichwort Stress, da können wir auch noch gleich mal drauf eingehen, was da im Körper oder auch im Kopf passiert. Aber wir können auch wieder was dagegen tun und können ganz in relativ kurzer Zeit, wobei ich jetzt nicht immer auf die Kürze komme, aber man kann was tun und es ist dann sozusagen ein reversibler Prozess. Ja? Man hat ganz viel selber in der Hand, eben wie man sich entwickelt und das bezieht sich sogar aufs Gehirn. Ich finde, das ist der spannende Aspekt. In jedem Alter, also oder sagen wir, wenn man jetzt mal über 60 oder 70 ist, dann wird es dann schon eng mit der Plastizität sozusagen im Kopf. Wir sehen das auch bei älteren Teilnehmern. Ja, da gibt es jetzt auch erste Studien, die sich wirklich schon ältere Versuchsteilnehmer anschauen und da findet man, also das weiß man mittlerweile, dass Neuroplastizität, also die Veränderung auch der neuronalen Struktur und Funktionsweise nicht beschränkt ist, wie man das früher dachte, auf das Jugendalter, auf die Zeit der Entwicklung im Kindes- oder Pubertätsalter, sondern es geht lebenslang weiter. Das Gehirn befindet sich in einem dauernden Umstrukturierungsprozess. Und die schöne Nachricht ist eben, dass wir zum Teil es einfach wirklich selber in der Hand haben, diese Veränderungen zu steuern, unsere Gesundheit zu verbessern. Also dieses Sprichwort, was Hänschen nicht gelernt hat, lernt Hans nimmermehr, das können wir in die Tonne klopfen. Ja? Also das ist mittlerweile widerlegt sozusagen. Genau, man muss natürlich dranbleiben und das auch wiederholen und weiter üben. Das ist natürlich schon der Fall auch. Das Wort Stress haben wir doch jetzt ein paar Mal schon hier im Raum gehabt. Ist etwas, von dem wir alle meinen, betroffen zu sein, mal mehr, mal weniger. Mhm. Wir lesen überall auch natürlich von zunehmenden Stresserkrankungen, ob das jetzt das Herz-Kreislauf-System betrifft, ob es Burnout-Symptome sind. Wie entsteht denn Stress nun eigentlich? Also Stress, das ist ganz wichtig, ist ja erstmal davon abhängig, was wir für eine
für eine innere Bewertung der Situation haben. Also bei Stress kommt es immer darauf an, wie wir selber eine Situation für uns bewerten. Und wenn wir das Gefühl haben, die Situation fordert mich so heraus, dass meine Ressourcen nicht mehr ausreichen, sie zu bewältigen, dann kommt es eben zu einer Stressreaktion, die auch eben im Körper mit einer ganzen Reihe von Veränderungen kurzfristig einhergeht. Und Herzschlag verschnellert sich, die Muskeln spannen sich an, die Verdauung wird runtergefahren. Entschuldigung, dass ich einmal unterbreche, aber habe ich das richtig gehört? Also es ist die innere Bewertung, die damit so einhergeht. Ganz weil ich würde denken, es gibt natürlich Situationen, die sind einfach stressig. Ja? Also der Chef ist mir im Nacken, das Projekt muss bis so und so viel Uhr fertig sein. Die Kita ruft an, das Kind ist leider krank, muss früher geholt werden. Und sowas kann sich ja als zum Beispiel Mutter, die berufstätig ist, ja des Öfteren so vollziehen. Also es ist nicht nur eine einmalige Situation, sondern etwas, was schon dauerhaft natürlich auch passiert. Ist es da nicht unheimlich schwer zu sagen, ach, jetzt lehne ich mich mal zurück in die entspannte, bewertungsfreie Haltung? Das ist es sicherlich. Es ist natürlich ein Zusammenspiel von den objektiven Gegebenheiten, die zum Teil sicherlich von jedem stressig eingeschätzt werden könnten. Aber es geht auch um die innere Haltung dazu. Und da setzt eben die Achtsamkeit an, wie man auch mit einer anderen inneren Haltung wirklich schwierigen, stressigen Situationen begegnen kann. Da hatten Sie eine prima Übung heute. Sie wollten zu uns ins Studio kommen, wenn ich das verraten habe. Frisch geduscht und Haare gewaschen. Ging aber leider nicht. Ne? Ging leider nicht, weil das Wasser zu Hause abgestellt war. Und Ihr Puls hat sich dann null beschleunigt. Sie haben gedacht, na ja, okay. Also es war jetzt heute, wobei ich nicht behaupten möchte, dass das immer so wäre, aber heute tatsächlich eine relativ lustige Begebenheit. Wir haben gelacht und zu Hause noch die letzten Wasserreste aus dem Wasserfilter und Wasserkocher zusammengekratzt, um zumindest einen Tee zu machen. Und dann bin ich hierher zum Duschen gekommen. Es ging dann. Aber das war so ein Moment, wo ich auch in Panik hätte geraten können. Mhm. Da gibt es eben diese Entscheidungsmomente, wo wir in der Hand haben, diese Katastrophengeschichten zu folgen und uns zu überlegen, was jetzt alles Schlimmes passieren könnte. Wenn wir das geübt haben, können wir aber auch bewusst aussteigen und sagen, nee, schauen wir mal, vielleicht kann das eine ganz lustige Situation sein. Es war tatsächlich ganz schön für mich, denn die Dusche hier ist wunderbar und hat so einen ganz schönen breiten Duschkopf, sodass ich dann genießen durfte, hier zu duschen. So gibt es manchmal so Situationen, wo dann unerwartet vielleicht auch einfach eine ganze Menge schöne Sachen bei rauskommen können. Vielleicht soll ich die Dusche auch mal ausprobieren nach der Sendung. Ich hatte noch nie das Vergnügen. Sie haben mich jetzt ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Wenn Sie so sagen, das war eigentlich ganz heiter zu Hause. Ich darf ja sagen, Sie haben einen Lebensgefährten, Sie haben eine 13 Monate alte Tochter. Mhm. Ich würde mir denken, prima Übungsfeld natürlich auch im Alltag, um immer schön achtsam und gelassen zu sein. Kann man sich Sie so als ideale Partnerin und Mutter vorstellen? Sind Sie ein totaler Gewinn, weil Sie nie ausflippen, weil Sie nie laut werden? Da müssten Sie mal mit meinem Partner sprechen, der sieht das ganz sicher nicht so. Es ist eben ein dauerndes Übungsfeld und ich finde, die Partnerschaft ist ein ganz hervorragendes Übungsfeld, wo man sich eigentlich dauernd wieder erinnern sollte, dass Achtsamkeit hilfreich sein könnte. Ich kriege das dann immer auch aufs Butterbrot geschmiert, dass jetzt der Moment wäre, Achtsamkeit zu üben oder so. Und es gibt da ein Wort, was ich auch aus dem Buch entnommen habe, was jetzt in dem Zusammenhang vielleicht ganz gut passt. Das ist die Emotionsregulation. Also man kann wohl, wenn man diese Achtsamkeitspraxis so ein bisschen verinnerlicht hat und eben sich rechtzeitig erinnert, da war doch was, mit seinen Gefühlen besser umgehen. Und das stelle ich mir so wahnsinnig schwer vor, weil das bedeutet ja, also laut Buch, also ich bemerke das Gefühl, aber ich bin nicht das Gefühl. Ja. Das klingt ja erstmal ganz schön, aber auf der anderen Seite, also kann ich dann nie mehr richtig wütend werden, darf ich mich nie über irgendwas total freuen, sind diese ganzen Impulse dann sozusagen weg, weil ich ja immer so neben mir stehe und sage, aha, ich beobachte, ich bin jetzt wütend, dann bin ich es natürlich schon gar nicht mehr richtig. Ja, nein, das wäre wirklich ein Missverständnis und das wäre auch traurig, wenn wir unsere Gefühle nicht mehr fühlen dürften oder so. Darum geht es ganz und gar nicht. Im Gegenteil, es geht darum, wirklich hinzuspüren und wirklich die Gefühle wahrzunehmen, das aber mit einer Haltung zu tun, in der ich nicht identifiziert bin mit dem Gefühl, in dem ich weiß, da ist jetzt Traurigkeit oder da ist jetzt Angst, aber ich bin nicht identisch mit dieser Angst, sondern ich kann mir dessen gewahr sein, ich kann bewusst sein darüber. Es ist aber vielleicht, wenn man es so bildlich ausdrücken möchte, ein bisschen so, als würde man in so einem etwas weiteren Raum
das Gefühl halten und erleben. Mhm. Wir halten dann aber auf der anderen Seite auch nicht dran fest, sondern wenn das Gefühl sich wieder vermindern oder wieder abschwächen möchte, um Platz zu machen für die nächste Erfahrung, dann lassen wir auch gehen. Und das ist der entscheidende Punkt und das ist auch der Punkt, warum die Achtsamkeitspraxis so wertvoll ist, gerade auch bei Angsterkrankungen zum Beispiel. Wenn ich da nochmal einhake dafür, ja, fürs Verständnis, also ich nehme dieses Gefühl wahr, das darf auch sein, also ich, ja, würde es jetzt nicht wegmachen irgendwie. Ganz genau. Und aus dieser Beobachterposition nehme ich es wahr, aber es bedeutet kein Abkapseln, das stelle ich mir immer noch schwierig, ja, vor. Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger und interessanter und sicherlich auch schwieriger Punkt. Und ich selber habe da auch Jahre mit oder bin auch immer noch da dran zu schauen, wo ist jetzt eigentlich der Punkt, wo ich ein bisschen mich zu sehr distanziere von meinem Empfinden, weil ich nur so in diese Metaperspektive des Schauens gehe, wo fühle ich es wirklich. Aber die Idee der Achtsamkeit ist, dass mit voller Akzeptanz alles so sein darf, wie es gerade ist. Also da gibt es den schönen Begriff der radikalen Akzeptanz. Es darf wirklich alles so sein, wie es gerade ist. Ich brauche gar nichts damit zu machen oder was dagegen zu tun. Wir nennen das auf psychologisch sozusagen, heißt das Dezentrierung, wenn ich dieses Gefühl beobachte und mir dessen gewahr bin mit dem gleichzeitigen Bewusstsein darüber, dass ich nicht identisch bin. Also es ist nicht eine Distanzierung in dem Sinne, dass es eine Abkapselung wäre, sondern es ist eigentlich eher wie einen weiteren Raum aufzumachen, des Bewusstseins, dass sich gerade bewusst ist darüber auch, dass dieses Empfinden da ist. Wie vielleicht auch eben bei der Achtsamkeitsmeditation, die wir ja nur mit dem Bodyscan so ein bisschen anreißen konnten, ist das aber wahrscheinlich was, das muss man auch erleben und üben. Ja. Also es klingt so ein bisschen theoretisch ganz schön, ja, aber wenn man keine Erfahrung hat, stelle ich es mir trotzdem relativ schwierig vor. Und es ist schön, es ist eine schöne Sache, die man wirklich, das finde ich auch das Spannende an der Achtsamkeit, das kann man über Jahre machen und immer wieder hinschauen und immer wieder verändert sich auch diese Gesamtperspektive. Ich mache dauernd Erfahrungen über mich, ich lerne mich selber besser kennen und die Bilder werden immer facetten- und nuancenreicher auch darüber, wie Erleben und Verhalten passiert. Und das ist das Spannende. Also da gibt es auch nicht den Endpunkt, den Endzustand, so jetzt bin ich achtsam und Punkt und Akzeptanz, sondern es ist so ein dauernder Fluss, eine dauernde Veränderung. Auch also ein nie abgeschlossener Prozess. Ja. Wobei das bringt mich jetzt nochmal, wir kommen aber gleich auf diese Angstgeschichte nochmal, aber mir fiel gerade ein, von wegen sich immer verändern, da gibt es ja auch diese Vorstellung, also auch aus dem Buddhismus ja kommt, dass das Selbst jetzt keineswegs so ein festes Konstrukt ist, wie wir uns das vorstellen, so ein Ich, was da einfach ja immer da ist und die Dinge so lenkt und leitet, sondern auch das soll ja ein sich ständig veränderndes Konstrukt sein, was immer so im Fluss ist. Das finde ich erstmal zunächst auch ein bisschen beängstigend, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also. Das kann auch als beängstigend erstmal wahrgenommen oder erlebt werden. Das ist auch eine Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss. Vielleicht zum Beispiel, wenn man wirklich eine psychische Erkrankung, eine Traumavorbelastung hat, dann sind solche, all diese Veränderungen können auch erstmal überwältigend sein. In so einem Fall ist es dann immer angebracht, da auch mit therapeutischer Begleitung dran zu gehen. Also Vorsicht bei Traumageschichten Trauma und bei anderen und Sachen auch noch? Bei Psychosen zum Beispiel ist auch so ein Bereich, wo es schwierig werden könnte. Mhm. Wobei es sehr schöne Achtsamkeitsprogramme gerade für diese Störungsbilder oder Erkrankungen auch gibt. Nur ist da eben eine therapeutische Begleitung auf jeden Fall angesagt. So zu dieser Veränderung des Selbst, das ist eigentlich der zentrale und ich finde ganz spannendste Punkt auch an dieser Praxis oder der buddhistischen Psychologie, die eben sagt, wir schaffen uns viel Leid damit, dass wir versuchen, an so einem statischen Verständnis unserer selbst festzuhalten, dass wir uns als starre Person verstehen, die auch getrennt ist vom Rest der Welt, also die getrennt ist von anderen Menschen und getrennt ist vom Erfahren der anderen oder der Welt. Wenn man diese Praxis verfolgt, dann hat man mehr und mehr diese Momente, wo man Verbundenheit spürt, wo die Verbundenheit klar wird mit anderen Menschen. Wir sitzen alle hier in diesem
gemeinsamen menschlichen Erleben und haben ähnliche biologische Prädisposition. Wir haben ähnliche Zweifel oder Ärgernisse so über den Tag hinweg. Und je mehr man das an sich selber beobachten kann, desto mehr gewinnt man auch Verständnis dafür, wie es den anderen geht und dass es denen eigentlich gar nicht so anders geht. Und das führt zu einem ganz schönen Gefühl der Verbundenheit, auch Zusammenhänge zu verstehen, auch zu verstehen, dass wir eigentlich alle voneinander abhängig sind. So. Wenn ich es jetzt runterbreche, also weniger Ego, mehr Gemeinschaft, aber ohne komplette Selbstauflösung sozusagen. Ja, ich weiß trotzdem natürlich noch, wer ich bin und was mich ausmacht. Um jetzt da vielleicht aber nochmal reinzugehen, weil was wir ja alle gemein haben, ist ja auch die Tatsache, dass wir arbeiten gehen. Und wir hatten es vorhin so kurz angeschnitten, auch in dem Buch natürlich vorkommen, der Arbeitsalltag, auch eine prima Geschichte, um Achtsamkeit zu üben. Es gibt ja auch etwas wie Büro-Yoga. Kann man das wirklich einfach so ausprobieren? Klappt das, ja? Ohne dass die Kollegen sich jetzt total wundern, weil sie jetzt im Kopfstand irgendwie neben dem Schreibtisch auftauchen. Ja, es gibt ganz schöne Übungen, die man auch so im Sitzen machen kann. Das sind ganz einfache Bewegungen, vielleicht nur der Hände oder der Schultern. Einfach Bewegungen, die uns dabei helfen, den Körper wieder klarer zu spüren in einem Moment, wieder mehr in Kontakt zu kommen mit dem eigenen Körper, die Atmung wieder bewusster zu spüren. Und das muss gar nicht immer in einer Sitzung von einer halben, dreiviertel Stunde sein, sondern das können diese ganz kleinen Momente am Tag sein, die wir nutzen können. Und wir haben ganz viele solcher Momente, die wir eigentlich dafür nutzen können, wieder im Kontakt mit uns zu kommen, im Kontakt mit dem Körper, eine kleine Bewegung vielleicht durchzuführen. Vielleicht, wenn ich im Bus sitze, einfach mal sowas. Es stört niemanden, wenn ich mal meine Schultern bewege und genau dabei spüre, wie... Wenn ich das mache, knackt es, ja, aber... Dann können Sie ganz bewusst spüren, jetzt knackt es hier gerade. Mhm. Da lernt man auch immer wieder was über den Körper kennen. Man lernt was über die Befindlichkeit an diesem Tag kennen. So, wie fühle ich mich eigentlich heute? Und was kann ich mir auch Gutes tun, um heute ein bisschen netter zu mir zu sein? Brauche ich vielleicht gerade mal einen Schluck Wasser oder eine Bewegung? Oder wie? Da gibt es diese ganz schönen Momente am Tag, wo vielleicht der Moment, wo ich mich ins Auto setze, bevor ich den Motor anlasse, oder eben beim Warten vielleicht an der Supermarktkasse oder so, wo ich so einen Moment habe. Herrliches Übungsfeld mit der langen Schlange, ja. Ja, da kann man gleich Mut üben. Und aber vielleicht auch mal einfach die Atmung spüren, wie sie so aus dem Körper rein und raus fließt. Es gibt ganz viele Momente, in denen wir die Möglichkeit haben, wieder präsent zu werden und wieder bei uns anzukommen. Jetzt hat man ja den Eindruck, in den USA ist dieses Achtsamkeitstraining, auch diese Meditationsform, MBSR-Kurse, sowohl in der Forschung, also in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, als auch in der Anwendung, ja, im Büroalltag schon sehr viel verbreiteter noch als bei uns. Also zum Beispiel Google bietet, glaube ich, seit 2008 so ein Programm an, Search Inside Yourself. Also auch so ein bisschen wie dieses MBSR. Machen die das dort, weil die Arbeitgeber so rasend nett sind und es ihnen um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter geht? Oder geht es auch so ein bisschen, wie am Anfang gesagt, funktionalisierte Achtsamkeit, so ein bisschen darum, nochmal so den letzten Saft aus dem Mitarbeiter rauszupressen, also nochmal Leistungssteigerung, nochmal Kreativitätsoptimierung? Wie sehen Sie das? Ja, ich denke, das ist die Gefahr, denn die Unternehmen kriegen natürlich mit, dass die Stressbelastung reduziert werden kann. Die Konzentrationsfähigkeit steigt. Es gibt eine ganze Reihe von Befunden, die man sich auch im Arbeits- und Unternehmensalltag zunutze machen könnte. Und das so Steigerung der Kreativität zum Beispiel. Sodass ich schon denke, da muss man einfach auch ein Augenmerk drauf haben, dass die Achtsamkeit nicht missbraucht wird. Auch so wir innerlich für uns so als Werkzeug der Selbstoptimierung oder so. So ist es an sich nicht gedacht. Und da gibt es natürlich auch viele kritische Stimmen zu Recht, die sagen, wir müssen aufpassen, dass das auch nicht missbraucht wird. Mir geht es aber auch so, dass ich denke, ich habe da auch das Vertrauen in die Praxis an sich, denn die Achtsamkeit lehrt uns Selbstmitgefühl und Selbstbestimmtheit, also auch
Freiheit im eigenen Handeln und auch für mich selber einzutreten. Wenn man die Achtsamkeitspraxis richtig macht, dann ist es schwer, das auf diese Weise zu missbrauchen. Denn es gibt auch Berichte, also habe ich anekdotische Berichte gehört von Firmen, wo dann Mitarbeiter gekündigt haben nach so einem Achtsamkeitskurs. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das jetzt ist, aber es ist eben ein schönes Beispiel dafür zu sagen, es führt auch viel dazu, dass ich erkenne, wo meine Grenzen sind und dass ich auch nicht mehr bereit bin, darüber hinauszugehen, mich kaputt zu machen, sondern mich selber respektiere, wertschätze und möchte, dass es mir gut geht. Sie haben das, glaube ich, in dem Buch so schön Achtsamkeitsrevolution genannt, ja? Also man sollte aufpassen als Unternehmer, was für eine Form von Meditation und Achtsamkeitsübung man sich da ins Haus holt. Weil ich habe wirklich auch so eine Untersuchung gelesen, vielleicht war sie auch aus Ihrem Buch, wo dann feststellen, dass für die Mitarbeiter einfach eben auch der Sinn bei der Arbeit, ideelle Werte und Freiheit in der Entscheidung plötzlich einfach für eine viel größere Rolle spielen, ne? Und plötzlich hat man eine ganz andere Haltung tatsächlich. Ja, es gibt natürlich darüber ganz viele Möglichkeiten, bessere Kommunikation im Unternehmen herzustellen. Also es gibt wirklich auch eine Reihe schöner Berichte, wie Achtsamkeit im Unternehmen wirklich sehr wertvoll sein kann, die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu verbessern. Es gibt da ganz schöne achtsame Kommunikationsübungen zum Beispiel auch, die da relevant sind. Dann hatte ich schon gesagt, Kreativitätssteigerung, Konzentrationsfähigkeit. Und diese Verbesserung in der Leistung an sich, das sind natürlich tolle, willkommene Nebenprodukte sozusagen der Praxis. Eigentlich wollte ich noch ein Fass kurz aufmachen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber zum Nachlesen dann für den interessierten Zuschauer vielleicht dann im Buch. Es geht um das Thema Schmerz und da sind einfach so wahnsinnig viele Leute ja auch von betroffen, gerade von chronischem Schmerz. Ja. Und da sagen Sie etwas, was ja eigentlich erstmal ganz schön klingt, nämlich in unserer Hand liegt, wie viel Leid aus dem Schmerz erwächst. Mhm. Es kann natürlich für den einen oder anderen ein bisschen zynisch klingen nach dem Motto, naja, würde ich mich jetzt mal achtsam entspannen, dann hätte ich es in der Hand, wie gesagt, wie schlimm es sich anfühlt. Aber das meinen Sie, glaube ich, so nicht. Das meinen wir so nicht. Das soll keinen weiteren Leistungsdruck aufmachen, aber es soll klar machen, dass, und das ist auch neurophysiologisch übrigens ganz schön zu zeigen, dass Schmerz und die Art und Weise, wie wir darunter leiden, nicht unbedingt identisch sein müssen, sondern ich kann mit Aufmerksamkeit ein Stück weit zumindest lernen, sensorische Empfindungen, Schmerzempfindungen wahrzunehmen, ohne mich aber dann zu verlieren in diesen Widerständen dagegen. Häufig ist es dann die innere Reaktion darauf, die es uns so schwer macht. Also das ist auch auf diesen Kontext Schmerz ganz schön anzuwenden. Die Art und Weise, wie ich dann vielleicht sage, oh, schon wieder dieser, immer wieder dieser Schmerz, ich halte es nicht mehr aus und der geht eigentlich nie weg. Das sind so diese Glaubenssätze, die wir haben. Wenn wir lernen, aber hinzuschauen und genau zu spüren, dann sehen wir, das ist vielleicht gar nicht so der Fall. Denn auch ein Schmerz verändert sich dauernd in Qualität und Intensität, wird vielleicht manchmal auch schwächer oder kriegt eine andere Gefühlsqualität. Und auf diese neugierige Art und Weise, damit in Kontakt zu bleiben, ermöglicht uns, ein Stück weit von diesem Leiden abzulassen, mit dem wir es uns innerlich dann auch noch schwerer machen. Und vielleicht nur noch diesen einen Befund, dass es eben in der Forschung, in der empirischen Forschung, eine ganze Menge Berichte gibt, dass Schmerzpatienten sehr profitieren können vom Achtsamkeitstraining, dass nicht immer unbedingt die körperlichen Symptome an sich verbessert werden, aber die innere Haltung und die Lebenszufriedenheit sich verbessert und das Leiden unter den Schmerzen eben abnehmen kann. Und vielleicht auch, was ich eben da wahrgenommen hatte, dass ich mich dem Schmerz nicht mehr so total ausgeliefert fühle, sondern so ein bisschen auch in eine etwas dynamischere Haltung da vielleicht ganz eintreten kann, soweit das natürlich in einem gewissen Rahmen dann möglich ist. Ich hätte noch so viel fragen wollen, aber wie gesagt, leider ist die Sendezeit für heute zu Ende. Es gibt tolle und spannende Sachen eben auch noch im Umgang mit Kindern, wie man Achtsamkeit in der Schule praktizieren kann. Das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Kapitel. Müsste der geneigte Zuschauer eben dann nochmal nachlesen. Also ich bedanke mich sehr für das wunderbare Gespräch heute und würde vielleicht noch mit einem Zitat von Ihnen schließen. Wir können entscheiden, wie wir im Leben stehen möchten. So gesehen ist Achtsamkeit die Demokratisierung der Chance auf Glück. Das sind doch wunderbare Aussichten. Vielen Dank. Das war's für heute mit dem Alpha Forum. Zu Gast war Dr. Britta Hölzel hier bei uns. Wir haben uns über das Buch Achtsamkeit mitten im Leben unterhalten. Und ich bedanke mich sehr bei Ihnen fürs Zusehen und freue mich schon auf ein Wiedersehen mit Ihnen.
Bis dahin.